Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück beim nächsten Part mit The Witcher 2. Und wir bewegen uns dann jetzt aus dem Krankenhaus, bei dem wir eben die beiden anderen geopfert haben. Und da hat's geladen. Frag mich nicht warum. Auf jeden Fall sind wir jetzt quasi mit den Waldquests durch, glaube ich, komplett. Die Entriegern und Neckar und irgendwas noch mit dem, was wir aus dem Wrack geborgen haben und den Trank herstellen. Das sind noch so die Quests, die momentan offen sind. Und diese schließen wir auch gleich mal ab, indem wir uns jetzt belohnen lassen dafür, dass wir die Entriegen und Neckar verscheucht haben aus der näheren Umgebung des der Stadt. Das wäre jetzt, glaube ich, übertrieben. Hier haben wir noch Blütenblätter der weißen Myrte. Und boah, gehen wir da hinten rein. Des Weiteren haben wir noch das unmoralische Angebot. Das müssen wir auch noch machen. Und wir haben ein paar Sachen über die wilde Jagd gefunden. Da wollte ich auch mal noch gucken, ob wir mit Triss, Rittersporn, Soltan oder Roche drüber reden kann. Und irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ich laufe falsch. Weil ich gerade nochmal komplett außen rumrenne. Nein, das war doch richtig. So. Dann gehen wir erstmal rein. In die gute Stube. Und noch eins weiter. Und ja, gehen wir erstmal links die Quests abgeben. Der Kollege müsste hier doch irgendwo sein. Oh, wirf den Bericht in den Briefkasten der Königlichen Post. Lies alle anderen Briefe, die du finden kannst. Mhm. Ich glaube, es wäre aber nicht so gut, wenn ich das einfach so durchsuche. Ludwig Mörs. Ich habe die Neckar erlegt. Hier, Neckar-Kadaver zum Beweis, dass ich... Mir ist klar, was es beweist, Hexer. Die Belohnung ist dein. Dankeschön. Auftrag Neckar vorbei. Was haben wir bekommen? 75 Erfahrungspunkte. Und wahrscheinlich ein bisschen Knete. Ich habe die Entriagen erlegt. Euer Problem mit dem Gewürm ist gelöst. Glaube ich dir. Aber der Kommandant? Ist der Kadaver Beweis genug? Vollkommen. Hier ist dein Geld. Oh, neuer Eintrag. Exzellentes Schwert haben wir bekommen. Oh, tatsächlich. Ah, den ganzen Quatsch sollten wir mal noch verkaufen. Und Briefkasten. Auf deinem Schreibtisch steht ein königlicher Postkasten. Ja, die königliche Post gehört zu meinen Obliegenheiten. Na, probieren wir mal davon zu überzeugen. Könnte ich mir den Inhalt ansehen? Kein Problem. Viel Spaß bei der Lektüre. Adieu. Ha. Sehr schön. Brief einstecken. Erstmal durchsuchen. Bericht von Ludwig Mörs. Suche eine Gelegenheit, bla bla bla. Im Briefkasten in Ludwig Mörs Haus fand Gerrit einen Brief an die Beamten in der Hauptstadt. Darin reagierte Mörs sehr geringschätzig auf Vorwürfe, nach denen Loredo sich der Misswirtschaft, Korruption und Zusammenarbeit mit Verbrechen des Banden schuldig gemacht hatte. Mörs schien seinen Vorgesetzten Wüsimer regelrecht zu verhöhnen und dabei keinerlei Konsequenzen zu fürchten. Diesen Umstand fand Gerrit bemerkenswert. ja, Brief einstecken. Das haben wir noch. Irgendwas mit feudalen Krams. Lies alle anderen Briefe. Ja, das Einzige, was wir bekommen haben, ist doch den Bericht von Ludwig Mörs. Antwort an die temerischen Spezialverbände. In Reaktion auf die Anfrage hinsichtlich der Fistek-Bande teile ich mit, dass wir in Flotsam keinerlei Spuren einer solchen Organisation finden konnten. Von Kleinschlägereien abgesehen ist unsere Stadt frei von Verbrechen, was wir zweifelsfrei dem unermüdlichen Einsatz unseres Kommandanten Loredo zu verdanken haben.
Die Gerüchte über den Räuberhauptmann Dimitri sind ebenfalls zeitlos. Wie bereits im letzten Report vermeldet, wurde er für seine Verbrechen hingerichtet. Kommandant Loredo empfiehlt dringend, den derzeitigen Informanten auszuwechseln, der offenbar lügt, dass sich die Balken biegen und dem Ruf des Geheimdienstes erheblich schadet. Der Kommandant wartet ferner auf die nächste Anfrage, die dann vermutlich einen Schwarm fliegender Schweine über Flotsam betrifft. Oder vielleicht Elfen, die bis an die Mauern der Garnison vorstoßen. Meine Herren, so habt doch Erbarmen. Möge die Götter Temerien schützen. Ludwig Mörs, königlicher Burgfug. Halleluja. Da lügen sie ja alle, bis die Balken biegen. Nun ja. Ich habe noch einiges im Inventar, was ich gerne noch schnell loswerden würde. Darunter hoffe ich dann bei unserem Kollegen hier was. Es ist niemals zu spät für Reue. Darf ich mal einen Blick auf. So, verkaufen. Einmal die abgenutzten hier, die Schwerter. Intrigen, Trophäen haben wir ganz schön viele. Brauchen wir auch alle nicht. Dann hätten wir noch Rune, Spinnengift. Das brauchen wir noch. Blut der Neckar, das da. Bericht für Thala. Das da weg. Was haben wir noch? Wie viel Gewicht hat Geralt? Ja, ein paar Neckarzähne können weg. Dann kleine Mutationen, nicht die großen, die kleinen. Die können alle weg. Und die große Mutation der Vitalität würde ich gerne bei uns irgendwo reinklatschen, aber dafür haben wir leider nicht das genötige Level. Wir haben hier noch einen Dröhner als Köder. Köder für Krallen und Moder. Was? Krallen und Moder heute? Was zum Teufel? Was auch immer das sein soll. Ganz ruhig. Spiel erstmal gesaved. So. Reden wir erstmal mit unseren Leuten in der Gaststätte nun. Und schauen uns an, ob wir irgendwas weiter über die Jagd erhalten an Informationen oder geschweige denn sogar etwas über unsere Erinnerung. Ich glaube, diese beiden Optionen hatten wir schon mal. Wie lebt es sich mit den Soldaten, Rob? Toll. Ja, das hatten wir schon. Das Pogrom in... Und das hatten wir auch schon. Triss, leider falsche Ansprechpartnerin. Rittersporn. Auch nix. Ich grüße dich. Soldan. Auch nix. Roche. Bis auch später, nicht. Roche. Okay. Wir könnten ja mal noch bei den Spezialverbänden von Roche vorbeischauen. Die West habe ich nämlich auch noch nicht gesehen innerhalb dieses Viertels, nenne ich es jetzt mal. Geralt von Riva, König der Hexer. Ja, da sind sich ein paar am Amüsieren. Komm. Trink mit uns! Trink mit euch. Ah, da haben wir es. Eins könnte ich vertragen. Gibt's was zu feiern? Einen großen Sieg. Interessant. Wir haben Veopatis erledigt, oder wie der heißt. Fenn hat ihm den Kopf abgeschlagen und an den Arsch geheftet. Ihr habt euch wie Schweine benommen. Darf man denn kein bisschen Spaß haben? Das ist doch nur eine Holzpuppe. Amüsieren wir uns doch mal auf unsere Art. Na klar, mit Zahnstochern. Wie wär's mit einer Runde Messer werfen? Können wir nicht. Ein andermal. Hört ihr das? Der Hexer drückt sich. Da sind ja diese Scheißkerle, die die Statue des Veopatis geschändet haben. Spieß sie auf die Forken! Hüte deine Zunge, Dorftrottel. Worum geht's denn? Ach, alles nur Quatsch. Wir haben einen kleinen Wettkampf veranstaltet. Sie haben mit Messern auf die Statue des Veopatis geworfen. Diese Söldner haben unseren Gott geschändet. Das sind keine Söldner, sondern blaue Streifen. Weißt du, was das heißt? Was schert mich denn die Farbe? Hurensöhne sind das allesamt. Was hast du da gesagt? Ich meinte nur... Du hast gesagt, was du denkst. Und das ist gut so. So muss es sein. Ein Bier für diesen tapferen Mann. Trink auf meine Gesundheit. Auf die Gesundheit von Hurensohn Vernon Roche. Vernon... Beschissene Humpen habt ihr hier in Flotsam. Eines Helden nicht würdig, aber ich weiß Abhilfe. Oh.
Du kannst das Bier des Hurensohns vom Fußboden aufschlabbern. Geralt, tu doch was. Ja, ich halte ihn auf. Ich versuch's. Vernon. Rosch, das ist es nicht wert. Lass ihn in Frieden, das ist es nicht wert. Einen Scheiß, weißt du. Diesmal habt ihr Glück gehabt, ihr Straßenköter. Macht, dass ihr fortkommt! Ich muss mir die Füße vertreten. Du beurteilst Rosch zu streng. Ich mag Sadisten nicht. Sieh mal, Vernon ist halbweise. Was hat denn das damit zu tun? Er ist in bitterer Armut aufgewachsen. Er wäre verhungert, wenn die Mutter nicht als Hure gearbeitet hätte. Er wurde immer Hurensohn genannt. Darum tut er sich schwer mit diesem Schimpfwort. Komm, lass uns was trinken. Na gut. In Ordnung. Wisst ihr noch, wie wir in der Höhle auf unsere Befreiung gewartet haben? Wer könnte das vergessen? Vor Hunger haben wir Torf gefressen. Das waren noch Zeiten. Trinken wir auf diesen nahrhaften Torf. Was haltet ihr von einem kleinen Wettkampf? Wer Geralt im Armdrücken besiegt, kriegt ein Fässchen Bier. Und wenn Geralt siegt, was dann? Dann, mein Bester, kriegst du mein Schwert. Das hat schon viele Köpfe rollen lassen. Solche schmieden sie heute nicht mehr. Ist mir recht. Mir ist der Hals so trocken. Schenk doch mal einer nach. Wisst ihr noch, wie ich mit dem Leutnant gewettet habe, dass ich's mit 4 Elfinnen gleichzeitig treibe? Er meinte, eher gelangten wir auf Hurenärschen übers Meer. Ich hätt's aber fertig gebracht. Klar, war's nur ein bisschen knapp mit Elfen. Und jetzt los. Mal sehen, ob 13 den Hexer schafft. Armdrücken unter echten Männern. Gib das Schwert doch einfach schon her. Hast doch schon verloren. Und ja, langsam. Und ha. Ein Schwert 13, für den Hexer. Du musst trainieren. Für den Hexer bist du zu schwach. Ah, schert euch doch alle zum Teufel. Los, Leute, nachschenken. Wisst ihr noch, wie ich mal mit dem Pferd auf den Baum rauf bin? Wissen wir nicht. Trink aus! Das frischt dir das Gedächtnis auf. Also, meine Herren, diesmal Fenn gegen den Hexer. Oh, noch einer. Ob Wes am Schluss sich noch mit uns messen wird? Ja, ich bezweifle es ja irgendwie. Tja, tut mir leid. Geralt, der Preis gehört dir. Möge er dir nützen. Dankeschön. Meine Herren, auf unser Wohl. Ganz wie nach der Schlacht von Das war ein Besäufnis. Das ganze Schlachtfeld vollgekotzt. Auf Hurenärschen ins Paradies. Oh. Ja, nicht so Mann, gut. Ihr habt ja gesoffen wie die Löcher. Sowas habe ich noch nie gesehen. Was hast du noch nicht gesehen? So ein Schauspiel. Was heißt das? Wenn du dich nicht erinnerst, umso besser. Oh, der hat ein Tattoo am Hals. Ich will mich aber erinnern können. Für ein paar Orens könnte ich es dir erzählen. Ach, von mir aus. Geben wir ihm 22, keine Ahnung. Da, und nun erzähl. Geh zur Puffmutter, die kennt die Einzelheiten. Oje. Ja, wir haben keine Ausrüstung gerade, das ist schlecht. Wenn der Hafen blockiert ist. Unser Inventar ist leer. Nur zur Übung. Toll. Dann gehen der wir mal zur Puffmutter. Dürfte fertig sein. Stör den Künstler nicht beim Schaffen, Weib. Rühr wenigstens um. Aber er hat einfach ein Tattoo am Hals. Ich pack's ja nicht. Und dann auch noch so ein... Naja, keine Ahnung, was das sein soll. Hexer, überhaupt. Benimm dich. So, zur Puffmutter heißt nach unten, aber ist die jetzt hier oben irgendwo. Sei gegrüßt. Sie ist es nicht, weil hier oben soll ja dieses Bordell sein. Die ist es nicht. Die auch nicht.
Nee, da müssen wir nach unten. Guten Tag. Ach ja, Geralt, Geralt, Geralt. Das schaffst du nur, mein Lieber. Naja, wollen wir das Mysterium lösen im nächsten Bad. Bis dann.